mal beim Hüttenwerk Stahlwerk im Landschaftspark Nord. Wir wollten mal ein bisschen den Turm hochklettern. Ich habe es nur ein einziges Mal in meinem Leben geschafft, da hochzukommen. Und da war ich, glaube ich, 11, 12 höchstens. Und seitdem habe ich es kein Mal mehr geschafft. Und immer meistens ist es so bei 2/3 maximal abgebrochen. Und dann habe ich mich am Geländer festgehalten, weil es einfach zu schlimm war mit in meiner Höhenlang. Mal gucken, ob ich es heute schaffe. Wenn nicht, kriegt er vielleicht was zu lachen. Mal schauen. Zieh doch! Gib alles! Also, du hast auf der falschen Richtung gedreht, eindeutig. Guck mal, da können wir Hochseilparcours. Da sind schon mal was zu lesen und was zu filmen. Kriegen wir jetzt schon, da kriegt Billy jetzt schon Ticks. Guck mal, da oben kannst du rumklettern. Ja. Da, wo die Fässer und so sind. Siehst du das da? Also eigentlich sollte ja heute ein schönes Wetter sein. Ne? Die ganze Woche haben die scheiß Wetter gemeldet und heute war die ganze Zeit schönes Wetter. Vorne Sonne am Schein. Ne? Ich komme hier an, burr, burr, direkt am Regnen. Ey, so ein Splotzen-Scheiß. Was für ein Kotzen? Da oben siehst du die Fässer und so nicht. Ja. Siehst du die Bretter nicht? Ja. Willst du da rüberlaufen, ungesichert? Nein, nur mit Dingen, Seil. Ja, als ob das dann besser wäre. Ich bin jetzt schon wieder am Hyperlooper-Lupsen. Ja, mal gucken kurz, wo wir hier so einen Notjoint drehen können, weil ganz oben kann ich so oder so nicht drehen und ich bezweifle, dass ich ganz nach oben komme, weil ich schätze mal sowieso, dass ich auf der Hälfte der Strecke hängen bleibe. Und wenn ich mich, ich krieg da meine Ruhe nicht mehr und da muss ich rauchen, da muss ich irgendwie klarkommen, sonst hänge ich mich wieder an den Geländer und rutsche da runter oder so. Also auf alle Viere, das habe ich schon öfter gemacht, das wäre nicht das erste Mal. Aber hier ist sehr windig. Deswegen muss ich gucken, wo wir hier ein bisschen... Ihr hört ja, wie windig es gerade ist hier. Dann bin ich da drauf. Oh, das ist voll am Plästern gerade. Ja. Lass uns hier unter das Dach bleiben. Weißt du, die Leute haben Mitleid mit so einem Video oder sowas durchziehen? Nein! Ah, nein, du bist eine Scheiße hier! Hey, du! Wolle Lose kaufen! Oh ja! Komm, verkauf die für 2 Euro an irgendjemanden. Ich hab da voll dran gerochen. Ja, das sieht aus wie Arschritze. Die ist voll sandig. So sah das mal hier aus. Oh, so sieht es heute aus. Ja, ich lass mich doch jetzt hier nicht abbringen, eiskalt durchziehen, Alter. Wenn ich hier schon herkomme, dann will ich auch wenigstens was sehen, weißt du? Ich fahre hier die ganze Zeit quer durch ganz Duisburg. Guck mal, denken, es ist ein schöner Tag und was siehst du da? Da kriegst du nur einen Regen. Regenputzen-App, ja. So, da Strom offen. Ich glaube, hier war die so ein Frosch. Ich glaube, da kommt da gerade nicht der Regen hin, ne? Weil es ist nicht gerade warm. Dafür, dass man eigentlich den ganzen Tag sonnig gesagt hat, ist das schon echt scheiße. Ich bin froh, dass ich hier gerade so eine halbwegs trockene Ecke gefunden habe. Das Cannabis geht wenigstens. Ja, was ist das? Das Problem ist jetzt, dass meine Apotheke jetzt auch Lieferschwierigkeiten hat und ich noch nicht mal meine kompletten Dosen bekommen habe. Ich habe jetzt gerade mal 3 Dosen jetzt noch. Und wenn die bis dahin nicht liefern können, dann hat der Billy halt wieder die Arschkarte. So sieht's aus. Schon wieder? Ja. Schon wieder. So, jetzt habe ich meine Notjoint, falls alle Schrecke reißen. Jetzt hat es wenigstens wieder ein bisschen aufgehört zu regnen. Mach das Ding an. Hey. Jetzt geht er aber nicht mehr zurück. Oh, zerstört! Schade, dass man bei so vielen Sachen nicht so rein kann, ne? Ja, die haben viel zu viel gesperrt, das ist das. Wahrscheinlich ist hier alles morsch und bricht alles zusammen. Und wir gehen gleich auf den scheiß Gestell da hoch beim nassen Wetter. Oder die Menschen machen alles kaputt. Doppelkühlwerk. Einfach reicht uns nicht aus. 1907. Oh ja, komm, du schon. Nein, du schon. Nein, die Leute können lesen, wenn wir da drauf halten. Ja, ich film schon immer mit. Einmal extra. Aber das ist schon sehr hell jetzt, glaube ich. Oder ja. Nur für mich sehr hell. Wie auch immer. Ja, wir heben uns das Beste für den Schluss auf. Wie? Dann nach oben gehen. Achso, ja. Man hat ja schon vergessen, dass er hoch muss. Ja. Verdrängt. Schalthaus, interessiert keinen. Ah, scheiß drauf. Selten verboten. Lebensgefahr. Wieso? Da sind Dinosaurier. Oh, ich will da sehen. Ich will Tiere sehen.
Oh, guck mal, da unten Qualm. Oh, das ist offen. Aber nein, ich will keine Risiken. Das ist Lebensgefahr, ich gehe da nicht hin. Sicherheitsaspekte werden hier hochgeschrieben in Duisburg. Das zweite ist extrem gesichert, sehen wir schon mit der Kette, ne? Ja, ja, klar, das Ding ist ja nicht unten einen Meter weit offen. Das wollte ich sagen, komm unten raus. Da komm mal, klettern, wir gehen jetzt klettern. Ich glaube, das sieht man nur, wenn da vorne an der Hütte, oder? Bitte was? Ich glaube, das sieht man hier. Ich denke mal, hier kannst du da irgendwo. Montag bis Donnerstag. Da will ich hoch, das ist einfach. Bis ganz hoch und dann kriege ich Angst und da sterbe ich. Boah, da ist sogar ein Stein oben. Oh oh. Da kann ich weitermachen. Alter, auch wenn ich das so gesehen schaffe, da ranrennen, ne? Würde ich nie wieder runterkommen, nie wieder. Ich würde jemanden loslassen beenden. Oh, guck mal, hier ist sogar mit echten Natursteinen. Die Sache ist, ich komme bei sowas vielleicht. Tut das weh? Vielleicht hoch, aber nicht mehr runter. Oh, guck mal, ich kletter gar nicht. Ja, aber da haben alle schon hier ihre Bakterien rangeflutscht, dass ich nur abrutschen kann. Bakterien würde ich auch locker bis da kommen. Ohne Bakterien ist das nichts. Bis Jonas. Komm ich auch bis Jonas? Ja, gerade so. Oh, was für abgefuckte Freaks. Ich schwöre gar nichts für mich. Ich könnte noch nicht mal jemanden zugucken, wenn er das macht. Krieg ich schon da oben, da ist deine Chance. Guck da auch. Du willst mal nicht ganz kurz die Kamera, mit dem ich ja klatschen. Soll ich doch da oben? Das ist jetzt, du sagst, du willst das nicht sehen. Das ist jetzt deine Chance, das zu sehen. Seite gehen. Ja. Soll ich die Frage, ob du mitmachen darfst? Sind die Haken cool, hol ich die mir ein. Von da ganz oben? Ja. Gar kein Problem. Die werde ich mit nach Hause nehmen. Was soll ich dir auch diesen komischen einen Stein mitnehmen? Welchen? Der ganz oben an der Decke hing? Nein, den mag ich nicht, den will ich nicht sehen. Nie wieder. Aber guck mal, die haben verschiedene Namen, ne? Ja. Mojo oder Mayo-Gelb. Wackel-Dackel, Blau-Weiß-Rot. Die blaue Lagune. Das ist Kunst. Flutsch, flutsch, flutsch. Muss jetzt noch mehr pinkeln? Bitte, bitte? Muss jetzt noch mehr pinkeln? Ja, bin ich halt echt. Ja. Ja, guck mal, der Weg ist toll. Der mit den gelben Schritten, den finde ich cool. Die ersten drei Treppen würde ich mir noch zutrauen, dann beende. Das will ich sehen. Na, mit Seilerung, mit Sicherung. Ah, das ist für Kinder. Ich da, dabei. Da sind für Kinder Teddybär, Kunterbund. Da hast du Chancen, just for fun. Ich glaube, die kannst du schaffen. Ist heute Baby super weicher im Montag? Tabaluga im Dienstag ist heute. Oh, das trau ich dir zu. Guck mal, die gehen auch nur so hoch, wie deine Hand hochgeht. Die schaffst du bis nach oben. Das schaffe ich. Das kriege ich hin. Ja, das sagst du jetzt. Willst du es beweisen? Nicht heute. Oh, da ist was zum Drehen, aber es ist mir zu nass, aber es ist was zum Drehen. Aber es ist zu dreh nass. Es. Ah. Ich drehe es. Ich will da irgendwie drauf und laufen. Ja, das muss auch. Einer von uns beiden legt sich aufs Maul und der andere einfach zu lachen. Aber da ist Glück und extrem. Ja, ja. Ist egal, wie nass es ist. Nass ist gar kein. Oh, wie lange ist das her? Das ist richtige Tatanbahn, ne? Boah, mit too much Glück. Hör mal. Quickie. Nicht quickie, du musst laufen, jetzt zeig's uns. Du musst höher, oder wird's schneller. Ich fall jetzt schon. Aber das war echt teilweise. Ich wusste nicht, ob ich runterkomme. Hat man die auch nicht angesehen? So, oh fuck. Schlechte Idee, stehen zu bleiben. Ja, aber dennoch gute Reaktion. Ah, das ist wenigstens was Lustiges wahrscheinlich für die Leute, weil ich sonst nicht gemacht hätte, oder? Hättest du sonst auch gemacht. Ich sonst auch gemacht hätte, aber nicht aufgenommen hätte. Richtig. Sind wir mal ehrlich. Also, das lassen wir auch drin. Ja! Yeah. Noch freut er sich, noch schafft er die Sachen. Schaffst du es? Ich weiß nicht. Denk nur an den grünen Ding festhalten. Ja, ich will erst an den Orangen nehmen, oder? Ich will cheaten. Ich wollte nur hier drin. Cliffhanger. Ich bin Spider-Man. Guck. Wir können das dramatisch animieren, als ob du beim Abgrund hängst. Nein, jetzt krieg ich Angst!
Da oben war er, ganz oben. Hier war er, stopp. Guck, wie hoch das ist. Ja, wirklich. Aber da gibt's Dinos. Oh, guck mal, wie hoch das Gelbe ist, da komme ich niemals dran. Berühr den roten Dino. Den roten Dino? Den roten Dino. Ah, du schaffst das ganz easy, du hast gar keine Themen, Probleme. Aber jetzt ist das Wetter auch echt viel besser geworden. Das ist super. Man darf hier nicht rauchen, du hast Raucher angemacht, ne? Man darf hier nicht klettern, wir haben Kletter angemacht. Wir gehen weiter. Oder da, willst du? Da, wo ich auch gut bin, bei sowas. Ja, das hier war schon Hardcore, das ist schon Gangster-Niveau. Und da oben kann man drüber laufen. Ja, aber nicht gerade, Sias. Gerade, Sias. Nein. Da sind sie wieder, die Pissbeobachter. Guck mal, das, da drüben bist du vielleicht gut. Ah, das ist auch Morsch. Könnte nicht. Nein. Das Problem ist einfach nur die Unebenheit des Bodens. Aber das ist nicht so morsch wie das andere wenigstens. Nein. Oh, das ist ja voll einfach. Ich würde neu starten. Das ist nicht so ein Spiel, wo du 1000 Leben hast und immer wieder von der gleichen Stelle anfangen kannst. Das ist oldschool. Das ist ein 90er-Jahre-Spiel. Pac-Man. Richtig assi. Lass mich lassen. Ich hole dich gleich noch ein, wenn ich will. Ja. Mit Kamera, ganz dramatisch. Lass mich jetzt. Jetzt kommt seine Todesstelle. Wird er erneut sterben? Die Menge ist gespannt. Ja, ich habe mehr Jubel und so erwartet, so Bäckerfaust. Soll ich jetzt da beide Aufnahmen drin lassen, weil ich verkackt habe und gut gemacht habe, oder nur das Best-of? Der will sich nur gut darstellen. Nein, ich stell mich immer so da, wie ich... Wollen wir hoch? Da reinrutschen, in die Rutsche. Da reinrutschen? Ja, wo komm ich denn da raus? Da, irgendwo da oben. Boah. Wir können aber hier hochgehen und dann kommen wir auch so Rutsche aus, denke ich. Ich gehe hier den Weg für erwachsene Menschen. Du kannst den Kinderweg nehmen, wir treffen uns oben. Ganz schön nass. Ja. Bis ich da oben bin. Jetzt hat er aufgegeben. Entmutigt. Nein. Ich sehe, wie die durch die Wand geht. Was? Ja. Ja, ich sehe auch, wie es durch die Wand. Voll super hoch. Körpertreffer. Hier kann man grinden. Rocky. Eigentlich geil, Hängematte. Ah, die tut voll weh, die ist doch voll hart. Was hast du erwartet? Meinst du, das macht's besser? Nein, aber ich dachte nur. Da ist die Rutsche. Weißt du, wie lange ich gebraucht hätte? Ja. Tage. Falls jemand oben angekommen wärst. Rutschen wir mit Kamera? Ja. Ja. Aber ich rutsche auf meinen Schuhen, ganz langsam. Ich habe keinen Bock auf Arschnass. Ich mache Arschnass. Ja? Ja. Ich mache für dich trocken, ja? Ja? Ja. Ich mache für dich trocken. Er mag das. Oh. Oh nein. Oh, jetzt hängt's an, Billy. Nein. Nein. Wollen wir mal runter gucken? Löcher gleich. Nein, jetzt weiß ich, wo wir sind. Soll ich dir eine schlechte Nachricht sagen? Nein. Was? Ich glaube, ich habe auch Höhenangst. Ja? Ja. Ja. Ah! Du, da hast du früher nicht gehabt. Ich habe früher schon immer gehabt. Aber ich gehe trotzdem hoch. Ja. Und dann pinke ich mir in die Hose. Ist echt das Runde da der Aufsichtsding gewesen? Ja. Nein. Doch. Siehst du den Adler da hinten kreis? Allein, dass man durch die Ritze unten durchrutschen kann. Guck mal hier runter nur. Da reicht mir schon durch die Löcher. Ich kann da nicht runter gucken. Ich auch nicht. Alter, das hast du echt nicht. Ich weiß nicht. Das hast du früher nicht gehabt. Wann wärst du jetzt hier vor 10 Also ich Jahren? Kann runtergucken, aber mir wird... Boah, wann war das? Ich find's unangenehm runterzugucken. 10 Jahre, 15 Jahre? Ja. Aber früher waren wir immer auf dem Hochhaus am Schild, nicht mehr. Also machen wir, willst du das echt machen noch? Da hoch. Die ist durchgerostet. Das ist allerübelste. Ja, der Rest ist auch so rostig, wo wir hochlaufen. Da, das meine ich ja. Das Rost. Das meine ich ja. Da sind wir voll verkackt.
Das sind unsere letzten Worte. Ich brauche den Stein gleich für Tests. Geräuschtest. Wir gehen wissenschaftlich an das Ding hier ran. Beispiel die alten Dingslaufgleise, die seit Jahrzehnten nicht mehr befahren sind. Schon die Natur sich fast alles zurückholt, ne? Ja. Jetzt kommen die, ne? Ja, jetzt. Hier riecht es irgendwie nach Kuhscheiße, ne? Mhm. Was haben die da für Fliesen dran? Alter, das geht gar nicht. Alter, ich kann gar nicht runterkoppeln. Warum ist denn das so tief? Alter, ich werde das nicht schaffen da hoch heute. Wenn wir vergleichen, welcher Maßstab ist das, wenn wir noch höher gehen, wenn wir gleich da hochgehen, zu was wir jetzt haben schon? Mal 10, mal 20. Kann ich da runterwerfen, ohne dass ich eigentlich jemanden Kopf treffe? Das schon, aber ich weiß nicht, ob der was... Ich will hören. Guck mal, da ist ein Vogel rausgekommen. Ich will hören. Ich schmeiß, ja? Es kommt voll schnell, das Geräusch. Ja, weil da eine Kante war. Ja, ich weiß. Aber ich hab gedacht, es macht doch mal weiter plups. Hat's doch ein bisschen. Ja, das reicht mir schon. Lass mal gehen. Was? Rutschen? Wo? Auf diesem Dreieck? Nein, diese Rutsche. Kommen wir da noch hin? Da vorne ist sie. Ach so, hinter den Typen. Ja. Ja, müssen wir wieder hoch oder noch? Willst du dann auch nochmal hier hochlaufen? Ja, wir können auch erst hier hochlaufen und dann... Oh, nasse Socke! Wir können auch erst hier lang laufen und dann zurücklaufen. Tritt einfach auf so ein rostiges Metallding, was über irgendeinen riesen Abgrund ist. Da hat er keine Panik mehr, weil er über einen nassen Fuß nachdenkt. Das sieht man gar nicht auf der Öffnung. Diese Haltung dabei, so, er wartet so, wann kommt das Geräusch? Warum müssen wir denn da weiter? Ich drehe um. Das ist doch nicht wert, Mann. Geh doch nicht ins Wasser. Ey, mach mich nicht anders! Lass auch wieder Mauer. Lass mal. Ich kann nicht anders! Ich kann nicht anders! Ich feier deinen Teststein so sehr. Das triggert dich auch gar nicht, die Höhe, ne? Da hätte ich immer Krieg geführt. Lass nicht rutschen. Ich will aber da rutschen. Ich will aber nicht nass werden. Ich rutsch für dich diese Blanco und mach ich trocken. Mal, das sagst du. Ja, ich rutsch auf Füßen hinterher, komm. Ich hab Angst, dass ich da irgendwo hinkomme. Ja. Guck mal, wie sich schon hier das Wasser sammelt. Was? Wie sich schon hier das Wasser sammelt. Guck mal, jetzt ist hier noch trocken. Ja, das fühl mich. Mega. Hier gibt's noch nicht mal einen Festhalteteil, ne? Wofür auch? Nee, ich will mich... Ich glaube, ich brauche 3 Minuten auf den Schuhen, bis ich unten ankomme, wenn ich das überhaupt schaffe. Irgendwie Angst. Das ist eine Pfütze gewesen. Das werden wir dann schon merken. Ach komm, scheiß drauf, Alter. Du machst es noch mehr nass, als es vorher schon nass war. Oh, da sind Chinesen im Tunnel. Ist hier jemand im Tunnel? Ja, und da ist auch rot und weiß. Ein roter Kreis mit einem weißen Punkt. Guck doch! Nee, der glaubt mir nicht. Ich sehe den doch. Nee, ja, was sagst du mir? Ich China! Nee. Ich kann nicht mehr. Warum ist das so ein geiler Plan? Ist mein Arsch nass. Oh nein, ich kann nicht verhindern, dass mein Arsch nass wird. Oh Scheiße, ist die steil. Ah, hier ist noch trocken. Ah, oh, nein, ist mir was. Zeig mal nach. Oh.
Oh nein, meine ist auch noch nass geworden. Geht noch, deine? Geht noch.